Herzlich willkommen zu meiner fünften Übung mit GIMP. Wir werden jetzt den Bildschirm kopieren, einen sogenannten Screenshot anfertigen. Und damit wir dann diesen Screenshot dann auch tatsächlich in GIMP hineinbekommen, kann man den Screenshot mit einem Druck auf diese Taste hier auf deiner Tastatur anfertigen. In manchen Tasten steht dann auch nicht Druck S Abfrage drauf, sondern Print Screen. Und wenn man da einmal drauf drückt, wird der gesamte gerade gezeigte Bildschirminhalt dann gezeigt. Wir machen das hier bei der Webseite wlernen.at und drücken einmal auf diese Druck-S-Abfrage-Taste. Dann zeigt er mir hier jetzt zum Beispiel unter Ubuntu an, was er gerade fotografiert. Ich wähle hier inzwischen Ablage kopieren aus. Dann klicke ich auf Abbrechen, weil ich habe das schon inzwischen Ablage kopiert. Dann bei Windows würde er vermutlich nichts anzeigen, aber du wirst das Ergebnis sowohl in Ubuntu als auch in Windows dann bei GIMP verwenden können. Wenn du jetzt in GIMP hineingehst, ich habe das Programm schon geöffnet, rechte Maustaste und Datei erstellen auf Zwischenablage willst, ist dann hier schon dieser Screenshot dann vorhanden. Und du sollst jetzt, weil du so begabt schon mit GIMP bist, sollst du hier eine Erläuterung der Webseite machen. Ich zeige dir, wie das gehen könnte. Wir wählen jetzt hier mal jenen Bereich aus, zu dem wir dann etwas dazu schreiben sollen. Wählen wir jetzt zum Beispiel diesen Bereich aus. Das ist das Auswahlwerkzeug, also das Zuschneidwerkzeug. Ich drücke jetzt Enter und ich habe jetzt die Webseite soweit dann zugeschnitten. Und dann muss ich natürlich hier noch eine Beschriftung machen. Und damit diese Beschriftung Platz hat, muss ich die Zeichenfläche wieder erweitern. Ich wähle rechte Maustaste, dann gehe ich auf Bild und dann bin ich hier bei Leinwandgröße. Und bei der Leinwandgröße habe ich die Möglichkeit, hier die Größen zu verändern. Hier hat man die Vorschau. Wenn ich jetzt hier, muss man aufpassen, ob man das eben dann zusammenhängt. Wenn ich jetzt hierher gehe und beobachte unten die Veränderung, hier machen wir es bei der Höhe vielleicht, bei der Höhe jetzt 600 Pixel eingebe, verändert sich es nach unten. Ich kann es jetzt auch wieder zurücksetzen. Wenn ich das jetzt hier verknüpfen würde und hier unten 600 eingeben würde, würde sich auch die Breite verändern. Ja. Ich setze es wieder zurück. Da ich aber nur in dem Fall die Höhe verändern möchte, löse ich hier diese Kette gewissermaßen, stelle hier zum Beispiel 600 ein und habe jetzt genügend Möglichkeiten, eine Beschriftung durchzuführen. Man könnte jetzt zum Beispiel hier einen Schriftzug einführen. Ich klicke hier auf dieses A, habe hier wieder Möglichkeiten, etwas einzustellen. Ich kann hier zum Beispiel die Ausrichtung einstellen, die Schriftfarbe und dergleichen mehr. Lasse jetzt mal auf Farbe, lasse hier auch das, kann es nachträglich auch noch verändern, setze hier jetzt dann den Cursor herein, könnte das Text vielleicht etwas größer ziehen und schreibe jetzt hier rein, hier kommst du zu Eliza, damit das Ganze doch etwas kleiner scheint, markiere ich mal den Text, gehe hier vergrößere das Ganze. Da ich mit der Schrift schwarz noch vielleicht doch nicht so zufrieden bin, wähle ich mir eine andere Farbe aus. Klicke auf OK. Ich könnte das hier dann auch etwas noch oben versetzen. Ja, hier steht dann, hier kommst du zu Eliza. Bin dann eigentlich zufrieden damit und wähle mir dann ein anderes Werkzeug aus, denn ich möchte hier dann einen Verweis drauf machen. Ich versuche jetzt hier zu malen, das geht aber momentan nicht, weil ich sie nicht ausgewählt habe. Muss jetzt hier dann diesen Schriftzug mit der Ebene darunter dann vereinen. Ich habe hier die Zeichenfläche, in der sich schon hier dieses Bild dann befindet. Und hier habe ich noch die entsprechende Schrift. Ich gehe jetzt hierher, gehe auf Ebene und wähle mir dann nach unten vereinen aus. Jetzt haben wir das hier dann gemeinsam. Und jetzt kann ich mir mit dem Pinsel dann einen Pfeil malen. Ich immer so und habe dann hier also dann hier oben dann diese Grafik und hier dann den Hinweis. Da ich unten doch zu viel Platz habe, wähle ich mir hier wieder das Zuschneidewerkzeug, gehe hierher, kann sie an den Ecken noch etwas verschieben und drücke Enter. Und somit habe ich den Ausschnitt aus der Webseite geholt, habe hier einen Text eingefügt und habe letztlich auch hier dann den Verweis mit Hilfe eines Pfeils gemacht. Meine kurze Erläuterung kann ich natürlich auch dann speichern. Datei, speichern unter im XCF-Format,
Ich wähle hier den Ordner auf dem Desktop in dem Fall. Ich wähle hier dann zum Beispiel 006xcf und möchte es dann auch noch exportieren in einem anderen Format, im PNG-Format zum Beispiel oder im JPEG-Format. Hier ist PNG-Format, klickt auf Exportieren und stellt vielleicht das Kompressionsniveau auf 6 ein. Dann schaut es immer noch sehr gut aus, aber eine relativ kleine Datei habe ich immer noch. Klick auf Exportieren und die Datei landet dann auf der Festplatte im Desktop und ich gehe hier zum Ordner und kann mir dann dementsprechend diese Grafik hier anschauen. Ja.